Servus. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin die Steffi, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Rölsheim. Und was willst du mal werden? Oder was machst du? Ich studiere momentan Grundschullehramt. Das würde ich auch eigentlich gern werden am Ende von meinem Studium. Früher war es mein Traumberuf, immer Konditorin oder Bäckerin zu werden. Aber das habe ich jetzt als Hobby beibehalten. Dann guckst du auch noch Sally, oder? Ja, natürlich gucke ich Sally. Könntest du dir vorstellen, mit der Sally auf Tour zu gehen und verschiedene Jobs vorzustellen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal live getroffen und das war immer super lustig mit ihr und hat richtig Spaß gemacht und es wird mir total gut gefallen. Was unterscheidet dich von anderen Mädels denn? Warum denkst du, dass man dich eher klickt als die anderen? Also ich denke zum einen, dass ich recht natürlich und authentisch rüberkomme. Zum anderen bin ich recht humorvoll und spontan. Ja, ich denke, das unterscheidet mich. Und dass ich eben noch, sag ich mal, die nötige Intelligenz vielleicht habe. Ich meine, die anderen das sind klang alle sehr selbstverliebt. Die anderen sind alle so dumm, oder? Weiß ich nicht, aber ich bin halt 23 in einem Studium und ja, dadurch habe ich schon ein bisschen was gelernt. Ja, cool. Was hast du denn studiert? Grundschullehramt. Grundschullehramt. Und bist du jetzt fertig? Nee, ich bin noch dabei. Okay. Was für Fächer? Ich habe im Grundstudium Deutsch und Religion gehabt und jetzt habe ich sämtliche Fächer, die man in der Grundschule unterrichtet. Geht dir das nicht auf den Nerven mit den vielen Kindern oder so? Nee, gar nicht. Also ich habe schon mehrere Praktika gehabt und bin noch zurzeit an der Schule tätig und mir macht das total viel Spaß. Cool. Dankeschön. Bitteschön. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Ja, tschüss.